der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu einem kleinen Stadtrundgang im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt. Thema heute wird sein, ich weiß nicht, ob Sie sich auch damit schon auseinandergesetzt haben, inwieweit Sie die Möglichkeit haben, auf Ihre Energiekosten mindernd zu wirken, wo man sparen kann. Was denn? Haben Sie sich schon überlegt, was man alles abschalten könnte, beziehungsweise wo man mit kleinen Änderungen im Haushalt oder im häuslichen Feld Einsparungen herbeiführen kann? Schauen Sie, schon weichen die Menschen zurück. Der wird immer kurz fragen. Du schaust so aus, als hättest du dir schon mal Gedanken gemacht. Wo könntest du Energie sparen oder Strom oder irgendwas, was man mit Geld teuer bezahlen muss in Zukunft? Ja, also ich mache mir jetzt da nicht so viele Gedanken drüber, aber ich kann persönlich sagen, so Autofahren, das ist so eine Sache, da kann man da lieber auf so einen Bus aussteigen oder halt Fahrrad fahren. Ne? Das ist, wenn du kurze Wege hast, ist es deutlich einfacher, dann einfach auf solche Sachen umzusteigen. Einfach diese typischen Sachen, nicht so viel heizen, man kann das ja auch mit den Fenstern variieren und man muss einfach schauen, wie man da unterstützen kann, aber ich sag mal so, es kann auch mal passieren, dass man dann da einfach ein bisschen zu viel heizt oder so. Da bin ich jetzt auch kein Profi drin. Und du hast auch nur den großen Vorteil, du bist groß und oben ist die Luft eh immer ein bisschen wärmer, oder? Den großen Vorteil habe ich. Haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, was Sie jetzt in Zukunft machen, wenn der Strom über die Energie ein bisschen teurer wird? Wo kann man das sparen bei einer daheim? Sparen eigentlich weniger. Wir haben überall Sparlampen, LED-Lampen. Der Fernseher wird ausgeschalten rechtzeitig, nicht mehr so viel Fernsehen. Die Standby-Schaltung, gell? Das vergessen nämlich die meisten Leute, genau, dass er ständig saugt, gell, wenn er Standby ist. Ja, also Standby dann ausschalten, nicht mehr so viel anschauen, früher ins Bett gehen und Heizung zu machen, ein bisschen zu dran wieder. Wann haben Sie eigentlich damit angefangen, sich da Gedanken darüber zu machen? Haben Sie es schon immer oder ist das jetzt seit Neuestem? Das habe ich immer. Von daheim aus war schon eine gewisse Sparsamkeit da. Bei meinem Jahrgang natürlich lernt man das. Und das ist jetzt nicht die große Steigerung. Man ist ja schon viel an Sparen gewöhnt gewesen. Aber jetzt treibt man halt noch einen Schramm kleiner. Die kommen ja nicht irgendwie helfen, die schauen so ratlos aus. Also müssen sie nie. Zum Viktualienmarkt. Wollen Sie einkaufen oder nehmen Sie ein kleines Wägel mit, damit Sie schieben können? Oder müssen Sie nur schauen? Ich wollte einfach was essen. Müssen Sie mehr dann nach hinten durchgehen. Ja. Nein, Sie gehen jetzt hier durch, geradeaus. Ja. Und danach diesen Turm, der unten und auf der Seite passierbar ist, gehen Sie rechts zum Viktualienmarkt. Dankeschön. Okay? Darf ich mir eine Frage stellen? Ja. Wo könnte man denn sparen, wenn es in Zukunft so ganz hohe Elektrorechnungen oder Energierechnungen drohen? Haben Sie sich schon Gedanken gemacht? Wir schrauben einfach unsere Heizung runter. Heizung? Ja. Bei uns wird noch nicht geheizt. Nein? Nee. Ist denn noch nicht kalt? Ja, aber das wird es werden. Ja, ja, also es kann ja durchaus sein, dass wenn dann der Winter kommt, dass dann die Kälte hereinbricht, oder? Ja, aber wir versuchen 1 Grad oder 2 Grad weniger zu heizen, so ein bisschen. Ne? Also ganz einfach. Und wir stricken Socken. Wer das kann, ist klar im Vorteil. Weil Sie gerade bei den Socken sind. Viele Menschen wissen ja gar nicht, besonders männliche, dass man heute die Wäsche nicht mehr auskochen muss. Ja. Ist irgendeine von Ihnen da, die ja gern noch auf 95 Grad wäscht? Nein. Das gibt es halt bei vielen Waschmaschinen gar nicht mehr. Die gehen bis 60 Grad hoch nur. Ja. Also meine Waschmaschine kann auch kalt waschen. Wir arbeiten ja nicht mehr draußen in der Natur, sodass die Klamotten so dreckig werden. Ne? Die heutigen Materialien müssen auch gar nicht so heiß gewaschen werden. Ist überhaupt nicht nötig. Und dann benutzen wir keinen Wäschetrockner mehr, wir trocknen draußen. Genau. Alles gut. Wo sind Sie denn her? Wo ist man so fortschrittlich? Braunschweig. Sehen Sie, Braunschweig. Da hatten wir mal einen Herzog her. Dem haben wir München zu verdanken. Ne? Also diese Richtung, super. Am Turm vorbei, rechter Hand, dann sehen Sie schon den Viktualienmarkt. Meine Damen, grüßen Sie Braunschweig von mir. Wo seid ihr her? Von der Schule. Ich komme von der Schule? Ja. Schauen Sie, diese jungen Männer hier kommen von der Schule. Was lernen wir in der Schule über das Energiesparen? Gar nichts. Ein bisschen was. Genau. Was bisschen habt ihr denn erklärt bis jetzt? Ja, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt in der Nacht, ja genau, das ist unser Lehrer. Der kann ja nichts dafür, schau, der versteckt sich schon. Nein, aber jetzt mal ohne Schmarrn, ich meine, das ist ja ein Thema, was jetzt dann immer weiter auf uns zukommt. Das stimmt. Jetzt auf euch vielleicht weniger, aber auf die Eltern. Ne? Mhm.
Wie unterstützt du deine Eltern, damit die Stromrechnung klein bleibt? Aber du kannst doch das Standby schalten beim Fernseher ausschalten. Oder deinen Computer ganz ausschalten, nicht auf Standby, oder? Hast du keinen Computer nicht? Nee, hab ich nicht. Aber er spielt viel. Du spielst viel. Ja, aber ich mache immer meinen Computer komplett aus. Das mache ich wirklich. Und jetzt nicht tagelang spielen, sondern nur stundenlang. Was hältst du von der Idee? Mach ich. Ja. Ja. Und was spielst du? Ich, so Rocket League-mäßig, so Autospiele. Was wird das erste Fahrzeug, wie viele Räder wird es haben, das du dein eigen nennst? Mein eigenes? Ja, vier Räder. Kauf dir doch ein E-Bike. Ein E-Bike? Ja. Das Wort hört er zum ersten Mal, oder? Ja. Ich lasse einen Lehrerin warten, schöner Gruß. Sagt sie ihm, das kommt ja dann im Fernsehen, gell? Wann? 18:30 Uhr. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Sind Sie Münchner? Nein. Wo sind Sie her? Aus Mindelheim. Mindelheim? Ja. An der Mindel? Ja. Toll. Ich hab sie sind schon Sie die Frau von der Mindel? Ja. Ich habe Sie schon beobachtet im Ding. Und man denkt, sie kommen so bekannt vor, auf Münden-TV. Ja, ganz genau. Ja, ja. Bin mir sehr beobachtet vorgekommen. Bin ich jetzt auf Sie zugegangen. Ja. Nein, wir machen heute eine Umfrage. Und zwar geht es darum, ob Sie sich schon Gedanken darüber gemacht haben, wo man Strom sparen kann. Wenn der Strom jetzt teuer wird, dass man also nicht zu sehr da von irgendwelchen Erhöhungen überrascht wird. Ja, ich würde sagen, Lampen austauschen, LED-Lampen verwenden, die wenig brauchen. Dann der Fernseher, Standby ausschalten. Was fällt mir noch ein? Frau? Nicht mit 95 Grad waschen, oder? Nein, das braucht es gar nicht. Das sowieso nicht. Der Elektroherd braucht man auch nicht vorheizen. Das geht dann so genauso. Mit Ding, mit glaube Elektroherd, mit Ding, mit Eisluft, statt Ober- und Unterhitze. Was machen Sie in München? Ja, ich war halt beim Arzt. Okay. Und dann haben wir gesagt, wir haben schon früh um 10 Uhr einen Termin gehabt, sind wir früh los. Dann sage ich, wenn wir schon mal da sind, dann schauen wir uns die Stadt einmal richtig an. Jetzt waren wir am Marienplatz, waren am Donisel beim Mittagessen, so wie es gehört. München genießen. Und jetzt fahren wir mit der U-Bahn wieder. Wir haben natürlich das genutzt, dass man draußen im Großhadern einen großen Park-and-Ride-Platz hat. Und sind dann alles mit der U-Bahn gefahren. Wie ist es eigentlich so in Mindelheim draußen halt bei euch? Habt ihr da auch ÖPNV, also öffentlichen Verkehr oder öffentliche Verkehrsmittel? Oder ist das eher vernachlässigend? Aber es ist halt auf dem Land und da ist halt, wenn es gut geht, kommt alle Stunde mal ein Fahrzeug oder ein Bus. Oder es ist nicht besonders gut. Aber in der Stadt ist es gut. Wir haben so einen Flexibus. Ja, da kann man sich anmelden, dann wird man abgeholt und kann dann damit der da rausfahren kann. Mhm. Ihr habt einen Flexibus und der holt euch ab, wenn es praktisch offen ist. Genau, kostet 2 Euro innerhalb der Stadt, das geht. Wir machen eine Umfrage, wo der Mensch in Zukunft sparen kann oder sollte, damit die Energiekosten im persönlichen Haushalt nicht so groß werden. Oh, zum Beispiel Tiefkühltruhe. Tiefkühltruhe? Völlig überflüssig. Herr Sattler? Ja, bei mir ist es schwierig, weil ich bin ja in Italien in die Schule gegangen, mir ist immer zu kalt. Und deshalb, also ich könnte auch die Heizung weiter überdrehen. Haben Sie am Balkon? Ja, oder im Wintergarten? Ja, im Balkon. Dann sind ein paar Photovoltaikzellen drauf, dann können Sie im Wohnzimmer einen Heizlüfter betreiben. Genau. Was ich sonst gut finde an den Mittelalter und jüngeren Münchnern, dass weniger Auto fahren. Das ist schon ein guter Beitrag, finde ich. Wobei es in München relativ einfach ist, gell? Eben, also bei unserem Land überhaupt nicht. Ja. Und ich fahre jetzt manchmal mit dem Auto nach Mittenwald, weil das im Zug so furchtbar ist. Ja, da merkt man ja überhaupt nichts. Die Leute rasen auf der Autobahn nach wie vor. Was das Benzin nichts kosten. Weil das Rasen früher noch schlimmer war. Da muss ich ja jetzt wirklich wieder. Ja, mittlerweile wissen sie halt, dass so bei 120, 130 der Verbrauch exponentiell nach oben geht. Gell? Früher sind sie mit 160 gefahren. Das ist das große Problem. Wo glauben Sie denn, wird das irgendwann mehr Ende nehmen? Oder ist es jetzt mittlerweile in so eine Schramme gekommen, wo es überhaupt nicht mehr aufhört mit diesen Preissteigerungen im persönlichen Umfeld? Ach, ich denke, das hört schon auf. Wenn die Leute anfangen, etwas sinnvoller zu sparen,
dann hat man natürlich weniger Nachfrage. Ich meine, es ist schwierig, aber ich denke, irgendwann mal sind auch die Mitnahmeeffekte weg. Ich glaube, dass im Moment viele einfach mehr Geld verlangen, weil es gerade geht. Das ist ein hochinteressanter Aspekt, den Sie da bringen. Ja. Sie glauben auch, dass dann hier praktisch der Markt und diese Marktmechanismen regulierend wirken können? Ja. Wäre schön, aber manchmal habe ich den Eindruck, wir bräuchten bei manchen Sachen, wo die Preise jetzt so hoch sind, mehr Markt. Weil, also beim Essen und so weiter, also es... Ach. Beim Essen ist schwierig, wissen Sie? Beim Essen ist schwierig. Beim Essen, dann braucht es einfach Qualität, weil was ich esse, das bin ich, verstehen Sie? Was ich esse, was, aber ich kann, weil das ist natürlich die andere Sache, ich kann natürlich beim Essen sparen, ich kann mir natürlich überlegen, was ich einsparen kann beim Essen. Ich meine, wie wir aufgewachsen sind, gab es einmal in der Woche ja Fleisch, das war normal. Es ist schon auch ein Problem der Medien, also das Radio oder Zeitungen, dass sie unbedingt wissen wollen, wie dieser Winter aussehen wird. Da wär mir lieber, wenn man sagt, man, das lassen wir es mal kommen. Es kann so oder so sein. Es ist nichts gewiss. Also die, gerade diese Naturkatastrophen, die kommen jetzt immer, wenn man es nicht geglaubt hat. Also dass die Florida-Leute, die glücklichen Rentner da unten, einen solchen Hurricane. Ja, man gewiss. Aber es kommt immer anders, als man denkt. Man kann natürlich auch bei dem ganzen Digitalen sparen. Wenn ich mir diesen Wahnsinn mit diesen NFTs anschaue, Bitcoin, spinnen wir. Das kostet nur einen Haufen Geld. Muss ich dauernd Handy und so weiter. Ich denke mir, digital, da wird unglaublich viel Energie verschwendet. Wird langsam auch diskutiert. Manche Jungen, manche Fridays fangen auch schon an und sagen, nimm mal so viel Handy. Ich habe mal irgendwann einen Preis gehört, was so ein Klick auf Internet kostet. Das sind ja wirklich große Summen, weil es halt wahnsinnig viel Strom kostet. Das ist ein irrsinniger Stromverbrauch. Und wenn man mal sagt, es muss alles digital werden, muss das es eigentlich sein? Endlich mal einen Artikel gelesen und mal gesagt, muss es eigentlich sein? Oder schauen wir mal, was ist wirklich notwendig? Weil das kostet unglaublich viel Strom. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aspekte, für die hochinteressanten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja. Dann machen wir Abmoderation, dann können Sie den Herrn Domt im Fernsehen sehen. Ich also. War schon wieder ein guter Tag. Für Griebel begegnen. Servus. Also, Damen und Herren, ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, weil ich meine, was uns heute alles über Computer und über das Internet günstigst nach Hause kommt, dafür, dass du ein bisschen Werbung anschaust, das steht halt in keinem Verhältnis dazu, was es dann tatsächlich Strom und Energie kostet. Allein diese ganzen Errechnungen, was vorher gesagt hat, von Bitcoin zu diesen ganzen Kryptowährungen, braucht wahnsinnig viel Strom. Es steht hier nur eine Trabe Kinder, die ich aber nicht vor die Kamera holen kann, weil wir am Ende unserer Sendezeit sind. Ich wünsche einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.